Buenken, Nathon, See und da ist ein Park drumherum. Die Cup, liebe Weltreisefreunde, da ist wieder euer Arkadi hier aus Koh Phan in Thailand. Ja, das gestrige Video habe ich leider abbrechen müssen. Es ist zu viel passiert, was ich nicht filmen konnte. Auf jeden Fall habe ich wieder wenig geschlafen. Zum Wasser, was ich wie viel mal langsam. Aber es war super. Super, super. Dem vorherigen Video. Link ist oben. Ja, und jetzt ist neuer Tag. Früher Morgen hier. Taxi geholt. Die zwei Damen sind weg. Und ja, ist natürlich jetzt wieder. Ja, jetzt muss ich mich wieder an mich alleine gewöhnen. Ein Tag hat gereicht mit ihr. Also ich mochte die echt wirklich sehr. Ja, und was mache ich jetzt? Ich muss erstmal wieder in den Tag hineinkommen und gehe erstmal zum 7-Eleven. So, hol mir jetzt einen fetten Kaffee, Alter. Ja. So, jetzt gebe ich mir erstmal den Kaffee hier. Und was der Tag noch so bringt, das muss ich gleich entscheiden. Erstmal, wie gesagt, klarkommen. Puh. Danke, Willi. Also auf der Weltreise kann ich jetzt schon mal sagen, alleine bist du garantiert nie. Vor allem nicht in solchen Ländern. Oh Mann. Ah, erwischt. Jetzt kann ich euch einen Zug hier zeigen. Ein bisschen erzähle ich es euch, egal. Wenn es dich interessiert, dann kann vorspulen. Ja, ich habe bei Facebook zufällig mal ein nettes Mädel kennengelernt aus Laos. Luhai und dies und das. Und ja, daraus wurde das Gespräch dann halt immer mehr und mehr und mehr. Ja, bis ich dann sagte, dass ich bald in Thailand bin und das ist halt direkt nebenan. Laos ist ja Nachbarland. Dann sagte sie, dann und dann ist sie an dem und dem Ort, und zwar wo ich jetzt gerade bin, in Khon Phan. Tja, darum bin ich eigentlich in diesen Ort gegangen, um mich mit dieser Frau zu treffen. Ja, und dieser Tag war halt gestern. Ja, sie hat dort in Laos einen eigenen Laden, verkauft halt Klamotten und so Zeugs. Ja, und gestern waren wir halt in diesem Großmarkt. Da hat sie halt eingekauft für ihren Laden, weil das für sie billiger ist. Hat sie dann dort weiterverkauft. Jo, und dann haben wir es halt mit einer Art Date kombiniert. Und sie hat ihre Schwester mitgenommen. Ich habe für sie dann noch ein extra Zimmer hier gleich nebenan genommen. Ja, ich war auf jeden Fall thailändisch essen mit denen, das war ganz witzig. Konnte leider alles nicht filmen. Dann waren wir noch drüben ein paar spazieren am See. Die haben sich erstmal Insekten reingefilmt. Ja, ich diesmal nicht. Aber in dem Video da oben, da habe ich welche gegessen. Ich bin begeistert von den Frauen, also echt. Die Frauen sind wirklich top hier. Okay, machen wir mit der Reise weiter doch. Ja, und im Park, wo wir gestern waren, im Buenken, Nathon, See und da ist ein Park drumherum.
den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb gehe ich jetzt im Hellen nochmal hin. Gestern waren wir im Dunkeln mit den Mädels da. Und ja, dann zeige ich ihn euch natürlich auch mal. Und genieße ihn selber mal bei Tag. Ja, los geht's. Ja, ihr Lieben, und die Asiaten, ja, die laufen nicht gern. Ihr wisst ja mittlerweile, wie sehr sie Rollerfahren lieben und alles andere. Alles fahren, fahren, fahren. Und ja, der See, der liegt hier noch nicht einmal 2 Kilometer entfernt. Und das war den Mädels gestern auch zu viel. Hier haben wir einen Tuk-Tuk genommen. Schaut mal. Wer ist er denn? Hinten haben wir einen Tuk-Tuk genommen, auf einem halben Weg für 1 Kilometer. Und zurück, ja, sind wir gelaufen, aber echt mit Mühe. Ja, hier kommt man wieder nur schlecht vorbei. So ganz, ganz, ganz schlecht. Das haben wir auch gestern festgestellt. But nothing is impossible. Und weiter geht's. Ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit, meine Freunde. So, liebe Freunde, angekommen. Boah, ist doch mal ein bisschen nice. Da auf der krachenden Straße, da kriegst du irgendwann echt genug. Jetzt erstmal schön relaxen. So, jetzt bin ich schon auf der anderen Seite hier. Da drüben war ich vorhin. Und jetzt bin ich beim Dino hier gleich. Da ist er. Bei dem großen Thailand. Ich liebe Thailand. Dann habe ich die Hälfte hier, glaube ich, schon gepackt. Joa.